Hallo ihr Lieben, ich drehe heute zwei Filme. Das heißt, ich hatte gerade diesen Easy Smoky Eye Look abgedreht und jetzt habe ich meine Weste angezogen, weil es ziemlich frisch ist. Es ist irgendwie kühl geworden und zeige euch jetzt heute noch ein paar Neuheiten, die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig spektakulär, bahnbrechend sind, aber die ich ganz nett finde und die ich mir gekauft habe letzte Woche. Ja, beginne ich bei DM, wohlgemerkt bei DM, mit dieser kleinen Palette. Und das ist ehrlich gesagt ein Flop. Das ist diese Palette von P2, war das, glaube ich, ne? War das P2? Ich muss mal schauen. Ich muss mal eine schöne Brille wieder aufsetzen. Nein, entschuldigt bitte. Es ist diese Palette von Trended Up. Die Farben haben mich sehr angesprochen. Also erstmal gestaltet sich das Aufmachen der Palette schon schwierig, dann ist mir schon eine Farbe rausgefallen. Ich habe das einmal versucht, also mir einen Look damit zu schminken. Und naja, also ich fand's nicht so toll. Gut, man kann wahrscheinlich auch nicht so viel erwarten für 5,95 Euro. Die Farben fand ich klasse, oder finde ich klasse. Die Qualität des Produktes lässt zu wünschen übrig, finde ich. So, aber jetzt habe ich noch von Essence und Catrice. Einmal diese Lippenbutter. Können wir vergleichen mit der Lippenbutter von NYX. Das ist mit Chia Butter oder Butter. Und das ist ein... Das ist jetzt kein Liquid Lipstick. Das ist einfach eine Lippenbutter, die Lippen aufpolstert. Es gibt vier verschiedene Farben, kostet, glaube ich, wartet mal, 3,95 Euro. Und ich trage den jetzt mal auf hier mit euch. Es ist diese Art Wet-Look. Das war, glaube ich, die hellste Farbe. Klasse, ne? Reden und also auftragen. Hat einen schönen Geschmack. Einen schönen Geschmack, hat einen guten Geschmack. Der Geschmack ist angenehm. So. Klebt. Also das hält sich im Rahmen. Es gibt durchaus so Glosse oder Lippenbutter, die mehr kleben. Catrice. Ebenfalls von Catrice ist dieser Eyeshadow Stick. Ich bin ja ein Freund von Eyeshadow Sticks. Ich mag das. Ich mag dieses unkomplizierte Schminken, mir ein bisschen Farbe auftragen, unkompliziert mit einem Verblenderpinsel verwischen, fertig. Das ist so ein metallischer Look. Also erstmal innovative, ist ja alles innovativ, so eine dreieckige Spitze. Ermöglicht ein, kann ich mir schon vorstellen, ein präzises Auftragen. Wenn man dann so in den Innenwinkel geht, ein schönes Auftragen und Verblenden. Gibt es wohl in 12 Farben. Der ist wasserfest, schweißresistent, man schwitzt ja auch so am Auge. Na gut, das Auge fettet natürlich ein bisschen nach, ist schon richtig. Also hält 12 Stunden für aktive Frauen gedacht. Für 12 Stunden, nach 12 Stunden fällt er dann ab oder wie? Das muss ich mal austesten. Also das ist auch eine Neuheit. Diese beiden Neuheiten sind hier von Catrice. Dann habe ich von Essence noch zwei Sachen. Das ist einmal so ein Metal Chrome Liquid Lipstick und die Volume Hero, eine Mascara. Diese Mascara kostet um die 3 Euro. Verspricht natürlich auch ultra schwarze Wimpern und kein Verkleben. Und was ich schön fand, ist dieses Bürstchen. Und wenn ich diesen Look schminke, diesen mit diesem Stift hier, wo ist er denn hin, mit dem da, werde ich natürlich diese Mascara benutzen und euch berichten. Das heißt, ich mache es einfach vor der Kamera. Bin ich gespannt. Macht auch einen Klick beim Verschließen. Und außerdem von der Firma Essence haben wir dann noch diesen hier. Den könnte ich ja gleich mal auftragen. Dann muss ich aber den erstmal abmachen. Dies ist ebenfalls ein wasserfestes Produkt. Das heißt, wenn wir was trinken, müsste ja die Farbe auf den Lippen bleiben und dürfte nicht am Glas sein.
also Metalchrom. Das ist so ein leicht abgeschrägter Applikator. Ja, Sie sagen ein Auftrag. Okay. Mein Gott, das ist wirklich, das ist ganz schön metallisch. So ein folienähnlicher Effekt soll das geben. Mhm. Ah. Oh. Also. Ich weiß nicht, ob das unbedingt meins wird, aber ich wollte es mal probieren. Ich habe es mal mitgenommen, weil ich dachte, was soll denn der kosten? Ich habe gedacht, naja, für 2,95 Euro neuer metallischer Look, warum nicht? Passend zu den Augen dann. Aber das ist doch ganz schön, wow, ganz schön glänzend. Ihr habt es gesehen, ein Auftrag. Und da hat man ganz schön was auf den Lippen. Nun gut, würde natürlich auch toll hierzu passen, ne? Wenn die Farb... ich komme damit nicht klar. Also ich werde sie nicht benutzen. Ist eigentlich schade, ne? Wenn man sich so verkauft. Aber es klebt ganz schön. Ich merke jetzt beim Sprechen, wie mir die Lippen so ein bisschen so aneinander bappen. Dann habe ich noch, das ist auch von der Firma Essence, einen Pinsel. Da brauchte ich einen neuen. Das ist so ein präziser Eyeliner-Pinsel. Wenn man sich jetzt den Eyeliner-Strich, also mit pudrigen Lidschatten aufgibt, kann man das sehr schön. Das ist ein leicht angeschrägter Pinsel, kostet um 1 Euro. Es ist nicht die Welt. Und den fand ich auch ganz spannend. Das ist ein Lidschattenverblender-Pinsel. Oh mein Gott, oh, das ist wie... Bah, das klebt ja... Also, das sage ich euch gleich, der wird nicht meins. Nee. Also Make-up-Artist Emeline, ein Lidschatten-Blender-Pinsel. Und der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem MAC-Verblender-Pinsel. Schöne Verpackung, brauchen wir eigentlich nicht, ist wieder so viel Müll. Aber gut, ist nun so. Mein Gott, das bappt vielleicht. Ich sag's euch, also das... das ist dieser... Verblenderpinsel aus Synthetika. Schönes Design, hält sich toll in der Hand. Ja, verschlankt sich in der Mitte, so ein kleiner rosé-goldener Streifen ist da drin. Kann man sich Lidschatten mit auftragen oder Lidschatten verblenden. Wisst ihr was? Ich muss mir den abmachen. Ich kann nicht weiterreden. Ich sag euch, das war eine Prozedur. Ich habe versucht, diesen komischen Liquid Chrome Lipstick abzubekommen. Also erst habe ich, wie man es normal probiert, mit einem Kleenex, dann mit einem feuchten Wattepad, ging nicht. Dann habe ich eine Gesichtsmilch genommen, ging auch nicht. Da dachte ich mir, mein Gott, das war wie Klebstoff auf den Lippen. Und dann zum guter Letzt habe ich es jetzt mit Kokosfett abbekommen und habe mir jetzt wieder diese Lippenbutter drauf gemacht. Also das, also sage ich euch gleich, ist ein absoluter Flop. Also ich komme damit nicht klar. Also das bappt wie verrückt und dann kriegt man es nicht ab. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese beiden Produkte, obwohl sie farblich ganz toll zusammenpassen, gehen für mich überhaupt nicht. Es sind absolute Flops. Das ist ja gleich jetzt hier Top-Flop-Video, obwohl ich euch endlich was Neues vorstellen wollte. Gut, also habe ich diese, bleiben wir bei Catrice, das ist in Ordnung, dieser Eyeshadow Stick und die Lippenbutter. Und dann kennt ihr ja, ich habe ja schon mal diese Hydra Bomb mit Vitamin C mit diesem Powershot vorgestellt. Da gibt es noch eine mit Hyaluronsäure, das ist also ganz neu im Regal bei DM. Die muss ich noch ausprobieren, also muss ich jetzt nicht vor der Kamera machen. Ich kann euch aber dann sagen, wie sie ist. Die andere war klasse, war ich sehr begeistert. Und dann gibt es auch noch von Hydra Bomb diese neuen Augenpads. Einmal ist das mit Kokoswasser und Hyaluronsäure. Das, okay, was passiert mit dem? Also es glättet feine Linien und Fältchen, kenne ich noch nicht, muss ich ausprobieren. Und diese hier ist gegen Tränensäcke mit Orangenextrakt, Tränensäcke und dunkle Augenringe. Das kann ich mir vorstellen. Da gibt es ja einige
Frauen, die darunter leiden, Tränensäcke, gut, die werden jetzt nicht weggehen, aber das ist ein bisschen auffällend durch diesen Orangenextrakt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich habe sie beide mal mitgenommen und werde sie mir demnächst aufgeben. Allerdings nicht vor der Kamera. Ich muss euch sagen, ich bin echt ein bisschen, also ich bin völlig, sowas habe ich echt noch nie erlebt. Also bitte, vielleicht zum Fasching könnt. Ja, zum Fasching wäre das gar nicht schlecht. Aber so für den täglichen Gebrauch kann ich das, also Metal Chrome Essence Liquid Lipstick nicht empfehlen. Ihr habt es gesehen. Ich hätte das normalerweise vor der Kamera machen müssen, aber ich dachte nicht, dass es so kompliziert ist. Ich habe da gerubbelt und gerieben. Also erst Wasser ging nicht, Reinigungsmilch ging auch nicht. Erst mit dem bösen Kokosfett ging es dann ab. Und war gleichzeitig wieder, also auch gepflegt, der Mund. Gut. Ihr Süßen, das waren jetzt so ein paar kleine Neuheiten. Ich hatte übrigens noch diese andere Paletten von Essence mir mitgenommen, aber ich habe sie wieder zurückgebracht. Also ich habe die nicht benutzt, ich habe mir die zu Hause angeschaut, dachte ich mir, nee, das brauche ich nicht. Es gibt ja sehr schöne zwei neue, die sehen sehr schön aus. Ich habe damit jetzt keine Erfahrung, wie die sind. Ich hatte ja in dem anderen Video schon gesagt, in dem Easy Smoky Eye, dass man kehrt ja irgendwie zu seinen Sachen zurück, ne? Mit denen man zufrieden ist, weil man kann ja Paletten, ne, liebe Conny, man kann ja Paletten überhaupt nicht aufbrauchen. Geht ja gar nicht. Und wenn man dann mal so eine liebgewonnene Palette hat, dann bleibt man ja auch bei der und schminkt sich meistens immer in dem gleichen Look. Deswegen finde ich ja so von Bobbi Brown diese Longwear Cream Eyeshadows toll oder solche Cream Eyeshadow Sticks toll. Kann man einfach einen Look mitmachen. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Puderlidschatten, obwohl es natürlich die Auswahl an Puderlidschatten viel größer ist. Aber jeder hat ja so seinen Style, ne? Und seine Vorlieben. Und ab einem gewissen Alter, das ist ja hier ein Kanal für Best Ager. Wenn man jetzt ein bisschen älter ist, dann muss man ja ein bisschen darauf achten, was gebe ich mir jetzt eigentlich auf die Augen, so alles. Ne? Und ach so, was mir auch noch aufgefallen ist bei dem da, was gebe ich mir auf die Augen? Meine Augen haben so gebitzelt. Jetzt nicht gebrannt, aber das hat so ganz komisch, das kenne ich sonst nicht. Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Sollte man nicht meinen, das ist selbst bei einem pudrigen Produkt. Aber kann sein, weil ja da so metallische Effekte, diese Glitzerpartikel, also ich habe das nicht vertragen. Nun gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.